Es wird Zeit, das Niveau dahin zu drücken, wo wir es uns um diese Uhrzeit erlauben können, wo wir es suchen. Ich habe Regisseur Simon versprochen, ihm heute den Runterholer zu zeigen. Wir haben uns in Baumärkten umgetan und dort findet man zum Beispiel diesen Runterholer Speedex. Der Runterholer, es handelt sich um irgendein Produkt zum Abbeizen, Entfernen, Reinigen und Lösen. Christopher, du kommst von uns, glaube ich, am ehesten mit solchen Produkten in Kontakt mit einem Runterholer. Ja, in der Tat. Ich hätte auch letztens guten Runterholer brauchen können. Ich hatte Not. Ich hatte meine liebe Not mit dem Runterholen. Einer Lackschicht. Ja. So Lackschicht. Ja, wann hat man denn manchmal Probleme mit dem Runterholer? Es war eine Lackschicht auf 6, 7 Türen. Und das Problem war ein wasserlöslicher Lack und ich wollte einen Lack auf Xanthan-Basis aufbringen. Und abschleifen ging nicht. Xanthan heißt das, glaube ich, irgend so ein Lösemittel. Und abschleifen ging nicht. Ich hätte einen Bandschleifer nehmen müssen, damit hätte ich Kerben in die Tür gemackt und so weiter. Aber so ein Runterholer. Das ist es doch einfach. Aber also ich habe von Seppo gelernt, dass man da Nagellackentferner nehmen kann. Ja, das ist natürlich Nagellack. Man muss aber mit so einem Eimer Nagellack entfernen. Bei 7 Türen wird das sehr viel. Ja, aber du brauchst ja wahrscheinlich auch so einen Eimer Runterholer. Ja, aber der ist mit Sicherheit günstiger als 5000 Liter Nagellackentferner. Ja. Runterholer gibt es eigentlich in allen Preislagen. Kommen wir zum nächsten Produkt. Es handelt sich hierbei um den Natascha Nippelspanner für nur 5,49 Euro. Wieso hast du jetzt Natascha angesprochen? Das um jeden hier einzubinden. So. Bei dir kommt ja gleich wieder ein Rattenschwanz an Geschichte. Vielen Dank, ja. Der Nippelspanner. Leider ist das Produkt hier nicht zu sehen, aber ich nehme mal an, dass man damit den einen oder anderen Nippel spannt. 5,49. Wann kommt denn die Rosette? Jetzt kommen erstmal die Schwengelpumpen. Liebe Natascha. Christopher, damit sind wir wieder bei dir. Du hast bestimmt auch oft mit einer Schwengelpumpe schon einmal hantiert. Nee, habe ich tatsächlich ich auch nicht. Noch nie, übrigens. Aber ich bin jetzt sehr gespannt. Ich guck mal eben. Was ist es denn? Ich kann es nämlich auch nicht sehen, was eine Schwengelpumpe ist. Ich kenne das überhaupt. Ach, eine Schwengelpumpe. Finde ich übrigens sehr schön. Oh ja, finde ich auch schön. Passt super so in den Garten. Wir können mal eben auf meinen Meine Regal Oma gucken. Hat eine Schwengelpumpe im Garten. Deine das Oma ist eine Schwengelpumpe? Ja. Das ist das. Aber wo stecke ich denn da? Ach so. Das ist der Schwengel und hier wird gepumpt. Nee, gar nicht wahr. Das ist der Schwengel und da wird gepumpt. Nee, das ist der Schwengel. Aber da wird doch dran gepumpt. Das ist ja der Ausguss. Das ist der Schnörpfel. Und hier ist der Schwengel. Ja, da wissen wir. Gib doch mal in die Bildersuche ein. Und in den großen Kolben wird gepumpt. Gib mal nur Schwengel in die Bildersuche ein. Live. Wir dürfen keine Irrigierten. Trau dich. Sehen wir uns die. Sehen wir uns das nächste an. Ja, was ist die Popodusche. Inwiefern ist denn die Popodusche jetzt zweideutig? Weil das ist ja wirklich eine. Man sieht das, ich muss es arg vergrößern. Apropos Popodusche. Das ist wirklich eine Popodusche. Ich habe gestern Star Wars gesehen und kann es sein, dass dieser. Das ist kein Spoiler, dass dieser Rebellenpilot heißt der Po? Ja, aber bestimmt. Ja, P-O-E. P-O-E, ich dachte, wir nennen den Typen Hintern. Aber ja, habe ich auch erst gedacht. Aber da habe ich gedacht, kurze Namen sind vielleicht besser zu merken. Und war ihr denn happy mit Star Wars 7? Nein, war super. Sehr gut. Ja. Aber was sehr ist denn jetzt die Popo-Pumpe? Nein, was war das? Popo-Dusche. Das ist wirklich das, was man glaubt, was es ist. Das klassische Bidet. Wofür braucht das man das denn bitte? Ich habe ein schönes Zitat heute in der Zeitung gelesen von einem syrischen Flüchtling, der gesagt hat, nicht nur die Deutschen müssen sich an uns gewöhnen, wir auch an die Deutschen, denn sie benutzen kein Wasser, wenn sie sich den Podex abwischen. Und da wurde ich nachdenklich. Es stimmt. Wie unzivilisiert wir hier durch die Gegend laufen mit getrockneten. Naja, ist ja auch egal. Also die Popodusche würde da Abhilfe schaffen. Aber das zeigt deutlich, dass man diese ganze Nummer von zwei Seiten aus sehen sollte, um da mal ein ernstes Wort zu sagen. Wir werden jetzt wieder humorig, wenn Christopher wahrscheinlich erkennt, was das für ein Produkt ist, was wir hier sehen. Das ist jetzt ein Klassiker, denn dieses Wort hält für so viele Dinge her. Das sind natürlich ganz klassische, im Angebot, Rosetten. Ja. Oh, guck mal, daneben gibt es Verlängerungen, glaube ich, für die Das ist Rosetten. Ja großartig. Was ist denn das für ein Baumarkt? Das ist ja unglaublich. Das ist aus allen möglichen Baumärkten. Aber wo ist denn das? Eine Rosette ist für mich so ein Stuckding, was man an die Decke macht. Das stimmt. Ja, für stimmt. Mich. Das ist für mich eine klassische Stuckrosette. Christopher, gib doch mal bei der Google-Bildersuche Rosette ein. So. Ja, bitte, mach das mal. Nein, wir kommen zum Da kommt eine Stuckrosette. Oder es heißt auch das Ding, glaube ich, was man um Bier macht unten, damit das, wenn das Bier runterläuft und dann
In so alten Kneipen hat man das. Wo wurde eigentlich der Anuskitzler gefasst? War das in Texas oder Texas wurde der Anuskitzler gefasst? Wir kommen zur. Wir können ruhig mein Google-Bilderergebnis. Ich habe das ein bisschen frisiert und einiges weggeschnitten. Jetzt bin ich gespannt. Das sind auch Rosetten. Geil. Und hier sind dann auch so Rosettenmuster. Ja. Das ist so ein Wandtattoo. Cool. Finde ich voll kacke. Gibt's die gemacht. Aber viele Leute stehen drauf. Ja, du anscheinend nicht. Ja, ich hab's nicht so mit. 2,50 Meter lang ist diese für 6 Euro zu erhaltene Eichellatte. Eine Latte, also das ist ja relativ günstig. Unverfänglich und es ist wirklich sehr günstig. Also wer da nicht zuschlägt, so günstig kriegt man eine. Ist das eine astreine Latte oder ist das eine... Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Es ist Eichehell. Eichehell. So. Ja, astrein ist ja ohne Astlöcher. Ah, das, also ne, ohne, also der Mann, nur. Der Mann nur, kennt sich einfach aus. Ja, ich meine, Fragen das sieht man Sie ja schon. Christopher Bär, er kennt sich aus. Wenn es um Türen abbeizen geht, um ja, alles. Ja, bitte, Seppo. Da ist einiges schiefgelaufen. Das nächste. Feuchter Traum, allerdings nicht mit Doppel-T. Ich weiß jetzt auch nicht, was das ist. Christopher, sagt dir das was? Feuchtraum. Feuchtraum. Badezimmer. Badezimmer. Nicht Feuchtraum. Ja, warum? Das war doch so gewollt. Und für sowas bin ich nun wirklich empfänglich, wenn es um feuchte Träume geht. Ah, schön. Aber es ging um feuchte Räume. Ja. Feuchte Träume in feuchten Räumen. Nummer 8. Gleitmittel nicht vergessen. Sie finden diese am Regal Kopfende. Das ist uns zu billig. Also auch wir haben irgendwo unseren Anspruch. Kommen wir zum nächsten. Gumminippel. Also das ist nun wirklich unverfänglich. Es wird zum Ende hin weniger lustig. Ja, wobei, ja, wohl, boah, ich das nehme das zu. Ich mag das wiederverwendbar, das finde ich toll. Was steht denn da? Ja. Klemmmösen. Sonst braucht man sie einmal und schmeißt sie weg, aber diese Klemmösen sind wiederverwendbar im vierteiligen Klemmösen. Set. Jetzt habe ich es auch. Jetzt habe ich es. Ach so, natürlich, so spricht man es aus. Ja, ich hätte mir das vorher angucken sollen. Aber auch dann schwierig. Apropos, wo wir gerade bei Klemmmösen sind. So zu lesen ja. Klemmösen. Ja, Klemmösen. Ich war letztens mal vor 10 Jahren auf einem Karnevalszug. Letztens vor 10 Jahren. Ja, ist lange her. Am Zoch. Und da war ein Wagen, da stand drauf M-Ö-S-C-H-E-N Ballett. So. Heißt das jetzt Möschenballett oder Möschenballett? Ja. Wahrscheinlich heißt es eher... Ein Kollege von mir hat sich lautstark darüber echauffiert bzw. lustig gemacht, dass das Möschenballett auftritt. Und dann kam eine Möhne, also Spatz, rheinisch für Spatz, und sagte, das ist das Möschenballett. Und wir so, ach so, ja. Jetzt musst du noch mal hier dein Schönheitsfleckgeräusch machen. War nicht so gut wie eben. Nee, vor der Werbung war besser. War gerade beim Karneval. Zwei gute habe ich, glaube ich, noch gefunden. Noch wir fangen an das ist ein schöner Name noch mit dem Penetriermittel. Oh. Das ist Rostschutz. Dann hätten wir noch die gehobelte Latte. Ist das rein? Ist das astrein? Nee. Nee, astrein ist ja nur das Holz. Aber das Holz. Gehobelt oder ungehobelt? Günstig für einen Meter. Für einen Meter Latte kannst du nichts sagen. Ne? Das ist so wie die Stefan Raab-Klasse. Das kostet einmal Nageln 5 Mark. Das ist aber billig. Kennst du das noch? Von ganz früher. Von Stefan Raab? Ganz früher. Von Vivasion oder ja, was? Das lese ich nicht vor. Was, das ist ein Frostschutzkonzentrat. Wieso, ich kann das leider nicht erkennen. Kannst du es ein bisschen... Steht beim Tierfutter. Ja, das war aber wahrscheinlich ein Tippfehler. Ich kann das eher, also wenn da das steht, was ich jetzt gerade auf dem Ohr gehört habe. Vitakraft hat mein Hamster mal gekriegt. Das muss ein Tippfehler sein. Das ist ja, das aber ist auch ja. Sonst ja, denn darunter gibt es ja den Scheibenenteiser. So, das waren sie. Was haben wir gelacht über diese Doppeldeutigkeiten, über die Feuchträume und die Klemmmösen?